jetzt aus dem Schellbuch raus und haben jetzt hier ein Steuerbord, das Fischerdorf Gudmund. Gudmund soll schon so 700, 800, 900 Jahre alt sein. Gudmund wurde von Fischermännern gegründet, die von der Ostsee kamen und ihren Fisch in Lübeck in der Stadt verkaufen wollten. Hier machten sie Zwischenstationen und aus den Schutzhütten entstand im Laufe der Jahre, der Jahrhunderte, dieses tolle Fischerstraße. Und die Fischerstraße ist autofrei. Schauen Sie mal in den natürlichen Hafen rein. Da haben wir nur drei, vier Fischermänner und einen dicken Segler. Die Aktiven, es gibt mehr Boote dort, klar. Die Aktiven, die sind in Travemünde, im Fischereihafen. Und laufen dort zusammen mit den Travemündern und den Schluddermann Fischermännern abends raus in die Ostsee. Wir schicken dort ihre Stellnetze, kommen dann morgens oder im Laufe des Tages wieder in den Travemünder Fischereihafen rein und verkaufen dann dort den Fang frischen Fisch. Entweder direkt vom Kutter oder aus der Bude dort auf der Pier. Nochmal zum Alter des Dorfes. Gudmund wurde 1502 das erste Mal urkundlich erwähnt und im Jahr 1585 erhielten die Gudmunder Fischermänner die Fischereirechte hier auf der Untertrave durch die Stadt Lübeck. Diese Fischereirechte haben sie natürlich heute noch.